Frau Rettl, dieser Danilo ist ja der Inbegriff des charmanten Mannes. Ja, na ja. Ist Ihr Mann im persönlichen Leben auch so ein Charmeur oder kann auch einmal ein Grandscherm, wie wir in Wien sein? Die Wahrheit sagen. Jetzt musst du die Wahrheit sagen. Nein, nein, also eigentlich ist er schon wirklich sehr liebenswert zu Hause, genauso wie auf der Bühne. Also der Unterschied, er ist nicht ein anderer Mensch zu Hause, das kann man nicht sagen. Frau Rettl, Sie waren ja viele Jahre, ehe Sie Frau Hesters wurden, auch Publikum, so wie wir alle. Was war denn für Sie und ist für Sie der besondere Zauber des Johannes Hesters? Warum ist er in Ihren Augen das geworden, was er ist? Was ist das Außergewöhnliche? Das Außergewöhnliche, also es ist natürlich immer etwas schwierig, eine Liebeserklärung öffentlich zu geben, aber was ich an ihm so besonders immer mochte und mag, ist irgendwie dieses Jungenhafte, das Kindliche, das er sich bis heute bewahrt hat. Eigentlich diese Naivität, die er auch immer noch hat und diese Freude am Leben, das macht mir so viel Spaß. Sie haben auch einmal gesagt, er schaut nie in die Vergangenheit, sondern er ist in der Gegenwart und in die Zukunft und das dürfte ein wesentlicher Punkt sein. Ja, das ist richtig. Also wenn er von früher redet, dann nur bei solchen Gelegenheiten, bei Interviews. Zu Hause gibt es eigentlich nur heute und die Zukunft. Und das ist doch toll mit 97. Ja, Herr Hesters, diese... man sagt, Herr Hesters, dass das Zeitalter der Operette vorbei ist. Sind Sie auch dieser Meinung? Nein, die Operette ist nicht kaputt. Sie ist noch da, aber sie wird leider falsch gespielt. Ich meine, Operette ist sehr schön. Die Bücher von der Operette sind sehr gut, der Inhalt. Und das ist, das könnte man, wenn man keine Musik dazu, könnte man das machen, dass man sehr gute Dramas oder sehr gute Geschichte auf der Bühne bringen kann, ohne Musik. Aber wo es gespielt wird, da ist immer die Hauptsache, ich muss singen heute Abend. Ich bin Tenor, ich muss singen, ich bin Sopran. Und das Erste, was sie von der Operette wegnehmen, das ist der Gesang. Bei mir ist das Erste das Schauspiel. Und wenn man das Schauspiel beherrscht und man spielt so eine Rolle mit Gefühl und alles, so wie es sein muss, und dann noch dazu singt, dann kriegt man die Operette auf den richtigen Platz, wo er hingehört. Ich glaube, die Krise der Operette könnte man sehr schnell beenden, wenn es einen neuen, jungen Johannes Hesters gäbe. Ich habe vorhin erwähnt, dass Sie seit 80 Jahren auf der Bühne stehen. Hat sich das Lampenfieber in dieser ungeheuer langen Zeit verändert? Naja, nein, Lampenfieber habe ich nie direkt. Wenn man überzeugt ist, dass man seine Rolle beherrscht auf der Bühne und dass man weiß, was man tut, dann braucht man auch kein Lampenfieber zu haben. Und bei der Premiere ist manchmal ein bisschen Nervosität. Aber man steht, wenn man so lange bei dem Beruf ist, steht man drüber, finde ich. Ja, ich finde, können Sie leicht. Es war wohl auch die richtige Sekunde, als Sie beide zusammengekommen sind, Frau Rettl. Wo hat sich das abgespielt? Wie haben Sie sich kennengelernt? Das wollen Sie jetzt wissen. Naja, also Mama war gestorben und Juppie war ziemlich allein und wir haben einen gemeinsamen Freund, Bob Franco, mit dem er auch Regie gespielt hat und der hat gesagt, komm doch mal mit raus zu Juppie, Kaffee trinken oder so und wir haben ihn besucht und naja, dann hat sich das so irgendwie entwickelt. Simone Rettl hat schon in ihrer Kindheit von Johannes Hesters geschwärmt, es gibt ein Tagebuch und am 15. März 1965 haben sie geschrieben, Mami, wer ist das, als sie Hesters im Fernsehen gesehen haben und es hat damals schon wie ein Blitz eingeschlagen und knapp 30 Jahre später waren sie dann seine Frau, es ist irgendwie eine Geschichte wie Märchen. Ja, nicht? Hat was Märchenhaftes. Kann man sagen. Was war es denn damals, dass sie als Backfisch so an ihn fasziniert hat?
Eben das, was ich immer noch an ihm liebe. Also für mich war das wirklich, ich habe ihn gesehen und meine Mitschüler und alle waren beauftragt, alles zu sammeln, was es von Jopi gab. Selbst wenn es nur der Name war, dann wurde das ausgeschnitten und dafür hat die dann Schokolade bekommen oder so. Hat dieses berühmte gute Aussehen, Herr Hesters, Sie nicht auch behindert, einmal Bösewichte zu spielen oder Komiker? Ja, ich habe mal einen Bösewicht gespielt, der Rotterdam, ein Stück, ein Zuhälter. Also wir Holländer sagen Souteneur. Und der Souteneur habe ich gespielt und war auch sehr hart. Aber es war eine schauspielerische Leistung und das war für mich die Hauptsache, dass die Leute sagen, mein Gott, Mensch, du bist aber ein gemeiner Kerl auf der Bühne. Und nach der Vorstellung haben die Leute manchmal auch, haben sie mich aufgewartet, dass sie sagen, hey, du Schuft. Ich denke, das ist der Erfolg. So hätte es spielen müssen. Und so habe ich es auch gespielt. Danke.